Grüß euch, der Peter. Ja, heute wollen wir mal was ganz was Raffiniertes ausprobieren. Und zwar möchte ich heute nur mit dem Feuerstahl probieren, ob ich den Hobo, den Mini-Hobo von Lixada anschmeißen kann. Ob ich quasi mit dem Feuerstahl ein Feuer hinbringe. Und zwar wird das das. Ich weiß nicht, ob man es gescheit sieht. Ja. Ein bisschen sieht man es schon, gell? Das ist der Feuerstahl. Genau. Und damit möchte ich probieren, eine Feuerhitze zu kriegen. Und dazu schaue ich mal in meine Starterbox. In meine Zunderbox. Starterbox, klar. Zunderbox, das ist das kleine Wunderkästchen. Viel verlassen sie ja drauf, was draußen so finden in der freien Natur, ob das jetzt Birkenrinde ist oder ein trockenes Holz. Ja, ich habe da ganz gern meine Starterbox dabei, wo ich verschiedene Sachen drin habe. Das sind einmal diese Wattepads, kennt man von der Frau her. Die nehmen das ganz gerne mal zum Abschminken. Dann habe ich da drin natürlich Tampons. Tampons brauche ich immer einmal. Also zum Feuer machen. Dann habe ich da so ein bisschen Magnesiumpulver drin. Das war mal dabei bei irgendeiner Bestellung. Habe ich da ein bisschen was mitgekriegt. Ja, und dann vom so Ofenanzünder. Kennt ihr. Ja. Wenn gar nichts mehr geht, dann müssen die herhalten. Aber, wie schon gesagt, wir probieren es heute einmal nur mit so Wattepads. Und ich glaube, das geht ganz gut. Ja, bevor wir da jetzt großartig allerdings das Feuer machen können, brauchen wir ein bisschen Holz. Schauen wir einmal. Also, probieren wir es.
So, das hätten wir. Ein bisschen Holz haben wir schon mal. Dann würde ich sagen, bauen wir den Mini-Huber auf. Nehme ein handelsübliches Wattepad, legt es da mal her, ja, und schaut, was passiert. Aufdröseln. Schwuppsdiwupps. Oh. Das könnte klappen. Ja. Die Wattepads, die brennen ganz gut, aber zu kurz. Zweiter Versuch. Also ganz wichtig zum Anzünden, was ganz dünnes, trockenes hernehmen.
dann könnte es klappen. Also diese Wattepads, die sind nicht schlecht. Muss man echt sagen. Ein kleiner Funke reicht. Und es geht los. So, jetzt brennt schon mal schön. Jetzt hat er auch schon einen schönen Durchzug von unten her. Ja, oh, schon erhitzt da. Schauen wir mal, das Ganze hat natürlich auch Gewicht jetzt, gell? Aber es scheint wohl zum Gehen. Gedreht. Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem. Ja, an der Stelle können wir, glaube ich, abkürzen. Kurzum, es hat nicht funktioniert. Masterwind, der die Flammen sonst wohin blasen hat. Das Wasser ist warm geworden, das Wasser ist heiß geworden. Es ist so heiß geworden, dass man gar nicht mehr reinlangen hat können. Was ich auch gemerkt habe, wenn ich ein frisches Holz nachgelegt habe, dann war natürlich einmal kurz die Wärmezufuhr oder die Wärme zum Wasser hin war unterbrochen. Immer wieder einmal. Aber das war es jetzt eigentlich nicht gewesen. Also ich bin mir sicher, wenn der Wind weniger gewesen wäre, hätte es einwandfrei funktioniert. Es hätte eine Zeit gedauert. Aber es hätte gekocht. Genau. Das war's. Also auf jeden Fall für den Lixada einen Daumen nach oben. Gell? der ist echt gut, der kleine Kerl. Macht einmal einen Sitz und ja, man bringt auch kleine Sachen zum Kochen. Also, macht es gut. Bis bald einmal wieder. Für's euch.